Wir haben das letzte Mal die Einführung in die Sakramente und die Liturgie betrachtet. Jetzt beginnen wir mit den ersten zwei Sakramenten. Die tue ich zusammen, weil die Initiationssakramente sind und miteinander spirituell, aber auch theologisch sehr verbunden sind. Das sind die das Sakrament der Taufe und das Sakrament der Firmung. Trenne ich die zunächst einmal, um die besser zu verstehen. Aber vor allen Dingen, wenn wir über die Firmung sprechen, werden wir sehen, wie sie miteinander zusammenhängen. Wir können grundsätzlich sagen, das Sakrament der Taufe ist das Fundament des christlichen Lebens und die Firmung ist die Festigung, die weitere Formung dieser Fundamente, die Stärkung dieser Fundamente. So im Vergleich als Einführung im Allgemeinen. Jetzt kommen wir, zumindest methodisch trennen wir zunächst einmal das Sakrament der Taufe. Gehen wir zunächst einmal auf das, was passiert in diesem Sakrament. Je nach Ritus im Osten eintauchen, ins Wasser, im Westen dreimal Wasser über den Kopf gießen. Und das ist die Materie des Sakramentes und die Form, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was ist das, was man mit diesem Sakrament oder was Christus mit diesem Sakrament eingesetzt hat? Das Abwaschen der Sünde, der Tod der Sünde in uns und den Eingang in das Leben der Dreifaltigkeit. Dreifach Wasser gießen oder dreimal Immersion, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Also durch dieses Sakrament wird der Mensch neu geboren zum Leben der Dreifaltigkeit, der Gnade, der Fülle der Erkenntnis, der Fülle der Liebe. Die Wirkung dieses Sakramentes jetzt theologisch betrachtet ist, dass zunächst mal die Erbsünde, die wir wie in den Genen geistlich geerbt haben, wird vergeben. Wenn man erwachsen ist, auch alle persönlichen Sünden, das Kind hatte keine Sünden, und alle Sündenstrafen. Wir wissen, dass eine Sünde ist etwas, was einen Schaden hervorruft. Und dieser Schaden muss irgendwie repariert werden. Und diese Reparatur oder diese Schaden, die repariert werden müssen, ist das, was man nennt die Sündenstrafe. Also alle drei Sachen, sowohl die Erbsünden, als auch die persönlichen Sünden, als auch die Sündenstrafe, sind alle weggeblasen und für Gott inexistent. Das ist sowas wie ein Neugeborenwerden. Deswegen sagte Christus zu Nikodemus, ja, wie eben jemand durch die Taufe neugeboren wird. Nikodemus verstand das nicht und sagte, wie soll er noch einmal in den Schoß seiner Mutter und so. Aber was Christus sagen wollte, ist das, was wir in der Realität der Taufe erkennen. Wird wirklich neu geboren zum Ewigen. Es ist wie ein Baby für die Gnade. Ist was ganz Großartiges. Ne? Was bleibt, und das ist auch gut so für unsere Demut, was bleibt nach der Taufe, ist das, was man nennt, diese Folgen der Sünde. Das heißt, das Leid, der Tod, die Krankheit, die Schwächen, was eben wir nennen auch den Fomes Peccati, das heißt diese Neigung zu Sünden. Und gleichzeitig haben wir aber die Kraft, die Gnade, um dagegen anzugehen. Wir haben gesagt, dass durch die Taufe, wir sind bei den Wirkungen des Sakramentes, wir neu geboren werden, wir sind ein neues Geschöpf. Darüber spricht der heilige Paulus sehr schön in dem zweiten Korintherbrief in Kapitel 5. Der heilige Paulus in dem Galaterbrief fügt noch etwas hinzu. Wir werden zum Adoptivkinder.
und teilhaftig an der göttlichen Natur. Dieser Galaterbrief Kapitel 4 ist auch in der Hinsicht sehr interessant, weil das ist das, was wir durch die Menschwerdung gewonnen haben, was wir eben vor der Sünde nicht hatten. Vor der Sünde waren wir Geschöpfe Gottes, auserwählte Geschöpfe Gottes. Aber nach der Taufe sind wir Kinder Gottes, als Adoptivkinder. Natürlich von der Natur her ist Christus der einzige Sohn Gottes. Wir sind Adoptivkinder Gottes, aber wie wir wissen, ein Adoptivkind ist genauso ein Kind. Ja? Und diese Ehre, diese Großartigkeit, dass Gott mein Vater ist, dass ich sein Sohn bin, das haben wir durch die Taufe. Spirituell, theologisch gesehen, ist die Taufe, was wir nennen können, den Ursprung der heiligmachenden Gnade in den Christen. Alle theologischen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, können jetzt anfangen, sich zu entfalten. Es ist so, als hätten wir den Boden für das Wachsen dieser wunderbaren Blumen, Glaube, Hoffnung und Liebe, vorbereitet. Dazu sind wir auch fähig, die Werke, die Wirkungen des Heiligen Geistes, die Gaben von ihm zu empfangen, wie die Weisheit, die Wissenschaft, die Stärke, die Gottesfurcht. Diese Taufe durch die Gnade, die in uns ist, ermöglicht uns auch, durch die weiteren moralischen Tugenden, die wir noch pflegen, Keuschheit, Brüderlichkeit, Nächstenliebe, auch im Guten zu wachsen. Also es ist im Grunde genommen das Sakrament, die Fundamente legt, damit alles andere blühen und gedeihen kann. Ja. Diese Geburt zum Leben der Gnade geschieht aber nicht als Einzelkämpfer. Und jetzt kommt eine weitere wichtige Dimension der Taufe. Die Taufe macht uns zum Glieder der Kirche. Wir gehören zur Kirche. Als wir über die Kirche gesprochen haben, haben wir gesehen, dass es ein tiefer Blick notwendig ist, um die Kirche richtig zu verstehen, dass die Kirche nicht die Vertreter der Kirche sind oder die Organisationen, sondern dass die Kirche gerade das ist, Christus, der weiter wirkt. Also diese Einheit mit Christus durch die Taufe macht uns zu den eigentlichen Gliedern der Kirche, die auch wiederum die echte Einheit der Kirche, das Corpus Mysticum der Kirche, ausmacht. Sodass wir eingegliedert sind in der Kirche als Glieder, die dem Pastor folgen, dem Pastor gehorchen, untereinander sich helfen. Also wir sind jetzt geboren zum Leben der Gnade, nicht allein als Einzelkämpfer. Wir werden darin nicht allein gelassen, sondern werden in dieses ganze mystischen Leib hineingezogen, um eben auch von den anderen Mitgliedern der Kirche die Kraft, die Stärke zu bekommen, und wir können ihnen auch diese Hilfe geben. Als Sakrament gibt uns die Taufe oder verleiht uns die Taufe das, was man auf Griechisch Charakter, auf Deutsch haben wir Charakter nennt. Aber Charakter ist nicht so was Psychologisches, wie wir das üblicherweise nennen. Charakter im sakramentalen griechischen Sinne bedeutet ein unauslöschlicher Siegel. Also wir sind als Christen besiegelt worden. Und das bleibt in aller Ewigkeit.
das ist etwas, was uns, wie könnte ich mal sagen, auch über unsere Sünden hinaus Christ bleiben lässt. Ein Mensch kann die Taufe empfangen und dann leben am Rande des Glaubens. Sogar ein großer Sünder sein. Er bleibt auf ewig Christ. Er bleibt getauft auf ewig. Das heißt, der Herr, wenn er uns tatsächlich durch die Taufe aufnimmt, der meint das ernst. Wir kommen, es ist sowas wie eine Art Teilhabe an dieser Ewigkeit Gottes. Einmal getauft, ist man viel mehr getauft. Das heißt, wenn Gott sein Versprechen gibt, ich habe dich erlöst, bei deinem Namen gerufen, du bist meins, das hat er wirklich als Gott gesagt und das hat Ewigkeitscharakter. Die wirkliche, auch zusätzliche interessante Wirkung des Sakramentes, der Taufe, ist, dass es uns eine priesterliche Seele verleiht. Das heißt, dadurch, dass wir mit Christus eins werden, gehören wir in unserer Seele zu diesem ewigen hohen Priester, der Christus ist. Das heißt, jede Getaufte ist ein Priester, auch eine Frau. Also das allgemeine Priestertum hat mit der Taufe zu tun, ist geschlechtsunabhängig. Also wenn man diese Diskussion macht von wegen Frauenpriestertum und alle Frauen sind Priester, wenn sie getauft worden sind und je bewusster sie sich dieser Funktion als Brücke zwischen Gott und den Menschen als Pontifex zu sein, umso mehr Priester sind die Frauen. Das andere ist die Ausübung eines Ministeriums, eine Aufgabe, was mit einem zusätzlichen Sakrament kommt, Sakrament der Priesterweihe, wie wir noch sehen werden. Aber zunächst einmal, getauft zu werden bedeutet, so eins mit Christus zu sein, dass wir an seinem ewigen Priestertum teilhaben. Und das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, auf der Zunge zergehen lassen, wie wunderbar es ist, getauft zu sein. Ich bin mit Christus nicht nur durch die Gnade in der Dreifaltigkeit sehr verbunden, sondern auch in seine Aufgabe, nämlich Pontifex-Priester zu sein. Wie ist es, wenn man von der Taufe spricht, mit einem klassischen Wort, dass die Taufe notwendig, nötig ist für das Heil? Gemeint ist Folgendes. Die Kirche kennt kein anderes Mittel, um eben uns zu heilen, als die Taufe. Christus selbst hatte das mit der Ausbreitung der Kirche verbunden. In Matthäus 28 schickt Christus seine Jünger zum Predigen und zu taufen. Und im Johannesevangelium Kapitel 3, wenn er Christus mit Nikodemus spricht, sagt er ihm deutlich, wenn jemand nicht aus dem Wasser und dem Geist geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes kommen. Also es ist Christus selbst derjenige, der die Notwendigkeit der Taufe für das Heil festlegt. Bedeutet das, dass alle Leute, die nicht getauft worden sind, automatisch in die Hölle kommen? Das ist natürlich nicht die Schlussfolgerung von dieser Notwendigkeit. Klar ist, dass eben für jene, denen das, die Taufe verkündet worden ist, notwendig ist. Und das abzulehnen, bewusst abzulehnen, heißt es, die Heilung abzunehmen. In diesem Sinne ist notwendig. Wenn jemand sagt, okay, ich kapiere die Taufe, aber behalte das für dich, ich will überhaupt nichts damit zu tun haben, heißt es, ich lehne die Heilung ab. Denn das ist der Weg, den Gott sich ausgewählt hat. Für diejenigen, die das eben nicht kennen,
Okay, heißt es aber nicht notwendig. Warum? Weil Christus selbst hat das Sakrament eingesetzt, aber das Sakrament hat Christus nicht verpflichtet. Das heißt, Christus kann ganz andere Wege finden, um die Menschen zum Heil, zum Himmel zu bringen. Deswegen also ist notwendig für diejenigen, die es verstanden haben, aber ablehnen, was sie dadurch eben die Gnade ablehnen. Es gibt übrigens außer der Wassertaufe zwei andere Arten von Taufen. Eins, das sogenannte Blutstaufe, das ist das Blut der Märtyrer, die eben für Gott, für den Glauben gestorben sind. Wenn sie nicht getauft waren, sind sie dadurch getauft. Und auch die Wunschtaufe. Das hat man zum Beispiel auch sehr häufig bei Menschen, die versuchen, nach dem Naturgesetz zu leben, gute Menschen sein, zu sein, aber eben den Glauben oder die Sakramente nicht kennen, setzt man in ihnen diesen Wunsch voraus. Würde ich das kennenlernen, hätte ich das natürlich auch gerne in Anspruch genommen. Wer, nehmen wir Subjekt der Taufe, wer ist jetzt Subjekt der Taufe? Jeder nicht getaufte Mensch, ohne Unterschiede. Mensch sein in allgemein ist schon Subjekt der Taufe. Was jetzt die Kinder betrifft, ne, haben die Eltern eine wirkliche Verpflichtung, so schnell wie möglich zu taufen. Früher, vor vielen Jahren, als die Kindersterblichkeit groß war, war es den Eltern viel klarer, dass sie eben ganz schnell die Kinder taufen sollten. Weil damit haben wir die Garantie, dass die Kinder bei Gott das ewige Leben sind. Wo die Kindersterblichkeit zurückgenommen ist oder zurückgegangen ist, und dann hat man das ein bisschen so laufen lassen, schleifen lassen. Und dann verbindet man das häufig mit einem Familientreffen und große Feier. Und häufig überwiegen die gesellschaftlichen, familiären Verpflichtungen statt eben dieses Bewusstsein der Gnade. Und da sehe ich, dass die Eltern eine richtige Verpflichtung haben. Vor allen Dingen, wenn das Kind ohne Taufe stirbt, wissen wir nicht, was da passiert. Es ist doch logisch, dass sie nicht in die Hölle gehen, weil die nicht gesündigt haben, aber die können auch nicht in den Himmel kommen. Die haben eben die Erbsünde. Was passiert mit diesen Kindern? Es gibt natürlich, wir haben schon darüber gesprochen, als wir über Tod und Auferstehung so gesprochen haben, dass eben die Kirche diesen Kindern der Gnade Gottes, der Barmherzigkeit Gottes überlässt. Und man könnte sagen, vielleicht haben sie irgendwann mal eine andere Probe oder man kann stellvertretend für sie das Sakrament wünschen. Aber es sind alles nur Überlegungen von uns, die mehr oder weniger klug überzeugend sind. Aber was tatsächlich passiert, wissen wir natürlich nicht. Deswegen lieber taufen, so schnell wie möglich. Was die Erwachsenen betrifft, ne, dann eine aktuelle Sache ist, kommt das Katechumenat. Warum? Weil die Vorbereitung nötig ist. Das, was für die Kinder die Eltern übernehmen oder der Pate, die Patin übernehmen, nämlich für sie in der Glaubensunterweisung zu sorgen, übernimmt der Täufling selbst als erwachsener Mensch. Deswegen sieht die Kirche dieses Katechumenat vor, damit man eben das Sakrament richtig ehrt. Und wenn man das Sakrament nimmt, dass man weiß, was man tut, warum man das tut, was hat alles so für Folgen. Deswegen ist dieses Katechumenat notwendig. In der Feier der Erwachsenentaufe ist sehr häufig der Fall, ist praktisch Usus, dass man drei Sakramente hintereinander bekommt. Taufe, Firmung, die wir noch sehen werden, und die Eucharistie, weil das normalerweise in der Heiligen Messe passiert. Und wenn man natürlich vorher oder so auch beichten will, ist natürlich die Beichte dazu.
mit dem Sakrament der Taufe ist die Beichte nicht notwendig, weil alle Sünden werden vergeben. Ne? Aber sagen wir mal so, will jemand aus Devotion beichten, dann hätte man auch schon vier Sakramente. Da kommt der Heilige Geist richtig über einen Menschen. Aber auf jeden Fall, diese drei tut man normalerweise zusammen. Ja? Gut. Und wer ist der Spender des Sakramentes? Der Priester, und der geweihte Priester und in der römischen Kirche auch der Diakon. Der Diakon kann auch taufen. Wenn man eine Nottaufe vornimmt, das heißt eine Taufe, die schnell gemacht werden soll, weil der andere am Sterben ist, und das kann jeder Mensch machen. Gläubig, nicht gläubig. Wichtig ist, dass er die Intention hat, das zu tun, was die Kirche im Sinne hat, wenn er das Sakrament. Ja. Und dass er die trinitarische Formel ausspricht. Taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das kann jeder machen. Also es ist so, die Kirche als Mutter sagt, weißt du was, im Augenblick des Todes, im Angesicht des Todes, da machen wir alles für dich, damit du in den Himmel kommst. Ne? Und wenn das Verrückte ist, dass irgendjemand, sogar der nicht gläubig ist, dich taufen kann, wenn er aus Freundschaft das machen will. Ja? Das ist ein Zeichen des mütterlichen Charakters der Kirche, meiner Meinung nach. Gut, damit hätten wir das Sakrament der Taufe und jetzt kommen wir auf das Sakrament der Firmung. Du wirst sehen, ist im Grunde genommen wie die Taufe, aber ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ne? Also was bedeutet, was ist das Wesen des Sakramentes der Firmung? Schon der Name, das sagt Firmung, ne? Ist eben die Konsolidierung der christlichen Stärke. Ne? Wie der heilige Paulus von dem Mannesalter Christi spricht, zum vollen Mannesalter Christus zu gelangen, ja? Zur Fülle der Gnade in uns. Ne? Es ist notwendig, damit die Gnade der Taufe zu ihrer vollen Entfaltung gelangt. Es ist ein Sakrament, das eben der Taufe folgt, um eben die Taufgnade zur Vollendung zu bringen. Auch von Christus eingesetzt. Die Apostel machten das durch Handauflegung. Ja. Es ist so ein bisschen wie die Perpetuierung von Pfingsten. Im Pfingsten kommt der Heilige Geist über die ganzen Apostel und dann über die Menschen. Ja? Und der Heilige Geist kommt und die Apostel zum Beispiel hatten die Angst vor den Juden verloren und gingen raus und predigten. Also die hatten die richtige Stärke. Und das wird perpetuiert, diese Handlung des Heiligen Geistes vom Pfingsten in den Sakramenten der Firmung. Ja? Bald in der Entwicklung der Ausspendung, der Spendung dieses Sakramentes wurde die Handauflegung durch das Chrisma ersetzt. Das ist ein parfümiertes Öl, das letzten Endes die Salbung bedeutet. Das ist eine lange Tradition des Ritus, du wirst jetzt ein Mann, du wirst jetzt erwachsen. Ja? Und Christus selbst wurde vom Heiligen Geist gesalbt, wie es so heißt, auch bei der Taufe. Ne? Die Form, also das Chrisma ist die Materie, die Form ist dieses Wort, wie der Bischof spricht, accipe signaculum doni spiritus sancti, empfange das Zeichen der Gabe des Heiligen Geistes. Ne? Was wirkt dieses Sakrament der Firmung? Die Fülle des Heiligen Geistes, die in der Taufe gewonnene Gotteskindschaft wird tiefer verwurzelt. Die Verbindung mit Christus, die schon eins geworden ist durch die Taufe, wird noch stärker. Es gibt auch diese Zugehörigkeit zur Kirche durch die Taufe, vollkommener gemacht. Es gibt ein vollkommenes Band mit der Kirche. Und die Kraft des Heiligen Geistes bekommt man, die Kraft des Heiligen Geistes, um auch den Glauben zu bekennen, apostolisch zu wirken. So wie das Sakrament der Taufe
einen Charakter, ein unlösbaren Siegel hat, hat das auch die Firmung. Die Firmung ist auch hat Charakter. Das bedeutet, ich bin Priester auf ewig. Das muss er sich überlegen. Nach der Ordnung des Melchisedeks, wie Paulus sagt. Ne? Priester auf ewig. Wie ist es mit der Notwendigkeit der Taufe? Alle Getauften haben nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, das Sakrament der Firmung zu empfangen, weil sonst die Taufe unvollständig wäre. Auch weil wir die Hilfe des Sakramentes brauchen. Wie oft sagt man, die Kirche macht uns das so schwer mit den Geboten, bla bla. Mensch, dann nimm doch mal die Mittel in Anspruch, die die Kirche dir zur Verfügung stellt. Eben für den asketischen Kampf, um eben jedes Mal auf der Höhe deiner Berufung zu sein, um den Glauben zu bekennen, um Seelen für Gott zu gewinnen. Das ist nicht geschenkt, da muss man doch irgendwie eine Kraft, denn wir können nicht Menschen überzeugen oder wir können nicht gegen Versuchungen bestehen, weil wir, was weiß ich, Superman sind, sondern weil wir die Gnade haben. Es ist Gott, der uns diese ganzen Hilfen zukommen lässt. Also nehmen wir das Sakrament, das uns diese ganzen Hilfen zur Verfügung stellt und ermöglicht. Wann bekommt man das Sakrament im Fall des Kindes? Wenn er zum Vernunftgebrauch gekommen ist, also wenn er weiß, was er tut oder was mit ihm getan wird. Und es ist auch die Zeit, vielleicht Pubertät oder so, wo auch die Versuchungen anfangen, wo die Anfechtungen größer sind und er kann sich natürlich mit der Hilfe der Gnade besser schützen oder besser vorbereiten. Es ist wichtig, dass er vernunftbegabt ist, im Sinne, dass er weiß, was er tut. Um das zu bekommen, ist es notwendig, den Glauben zu bekennen. Das heißt, zu sagen, okay, ich bin Christ, aber ich weiß, was das bedeutet und ich bin das auch aus Überzeugung. Für das Sakrament der Taufe, der Firmung ist auch notwendig, im Stand der heiligmachenden Gnade zu sein. Also wenn man eine Sünde begangen hat, geht man vorher beichten und dann hat man das Sakrament, das Sakrament der Lebenden, wie die Eucharistie oder wie die Ehe. Und wichtig ist, dass man auch die Absicht hat, die Wirkungen des Sakramentes zu erreichen. Das heißt, dass man das nicht aus Spaß macht oder aus Gewohnheit, weil das in der Familie mehr gemacht worden ist, sondern weil es tatsächlich diese Hilfe Gottes will. Deswegen ist eine gewisse Verantwortung und Reife und Bewusstheit erforderlich. Schließlich, wer ist der Spender dieses Sakramentes? Der ordentliche Spender ist der Bischof. Ja. Und aus triftigem Grund, auch bei Erwachsenentaufen und Firmung, wenn man das zusammen macht, kann der Bischof einen Priester beauftragen. Und er kann der Priester das selber machen. Das heißt, der Priester ist der außerordentliche Spender des Sakramentes. Und in Todesgefahr, wie immer, jeder Priester kann es machen. Auch nicht, wenn er den Auftrag nicht direkt bekommen hat vom Bischof. Das wiederum unsere Mutterkirche, die in Zeiten, im Augenblick des Todes uns zur Hilfe eilt. Gut. Und hiermit haben wir diese ersten zwei Sakramente besprochen.